Cristiano Ronaldo kehrt mit Juventus Turin ins Old Trafford zurück und sorgt dort für Aufsehen. Allerdings nicht mit seiner fußballerischen Leistung, sondern mit dieser protzigen Armbanduhr. Der portugiesische Superstar trägt sie bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen seinen Ex-Club Manchester United. Das sündhaft teure Teil ist dabei kaum zu übersehen. Der britischen Zeitung Daily Mail zufolge handelt es sich um eine der wertvollsten Uhren der Welt. Sie stammt aus dem Hause Frank Muller und ist mit 143 Diamanten besetzt. Kostenpunkt: schlappe 1,6 Millionen Euro. Doch der 33-Jährige möchte nicht nur optisch glänzen. Ich versuche immer zu lachen. Ich bin gesegnet. Ich spiele bei einem fantastischen Club. Ich habe eine fantastische Familie. Ich bin gesund. Ich habe alles. Der Rest berührt mich nicht. So Ronaldo bei der Pressekonferenz. Und auch nach dem Spiel durfte der Fußballstar jubeln. Juventus Turin hat die Partie 1:0 gewonnen.